Ey, aus 10 kurzen 5 lange machen. So. Guten Morgen, Freunde. Oh Gott, ich bin auch voll wackelig auf den Beinen. Ich bin gerade wach geworden. Und es ist jetzt schon so geiles Wetter. Ich freue mich so auf den Sommer, oder eigentlich, also er ist ja schon da. Kobi schläft noch. Ist auch noch sehr früh. Ich bin jetzt irgendwie, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich werde mich jetzt in die Sonne was legen und warten, bis er wach wird. Freunde, lauscht einfach nur mal. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon zu euch gesagt habe. Aber es ist so toll hier. Ich lieb's. Es ist so schön. Kobi ist immer noch am Schlafen. Ich gehe den jetzt, glaube ich, mal wecken. Ja, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, wie viel Kobi jetzt schon gebloggt hat und ob er euch überhaupt schon begrüßt hat. Ansonsten tue ich das jetzt hier auf jeden Fall mal. Ich bin schon seit ein paar Stunden unterwegs und zwar in Köln mit meinem Papa. Vorhin war auch noch mein Bruder mit dabei, aber der ist jetzt schon losgedüst, der muss arbeiten. Wir sind heute auf wichtiger Mission unterwegs gewesen und zwar Hochzeitsanzüge für Papa und Bruder. Bruder hat schon gefunden, Papa noch nicht, aber da werden wir auf jeden Fall noch was finden. Und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall richtig platt. Ich konnte gar nicht viel mitfilmen, weil ich meine Familie ja nicht wirklich zeige. Deswegen, genau. Aber jetzt sitze ich mit meinem Papa noch bei Starbucks und wir haben uns einen Kaffee gegönnt. Was hast du gerade gesagt? Ja, und er ist so hässlich, er darf nicht mit aufs Bild. Du bist nicht hässlich, Papa. Sonst wäre ich doch nicht so schön geraten. Du hast die Schönheit von mir, ne? So, wir haben jetzt unseren Kaffee. Wir haben beide einen Kaffee Frappuccino Karamell mit Sahne. Probier, was sagst du zu dem teuersten Kaffee deines Lebens? Der teuerste Kaffee ever, teurer wie die ganze Hochzeit. Lecker, sehr lecker. Kalt ist er. Ich bin so fertig mit der Welt. Das ist so anstrengend gewesen alles. Und es ist so heiß. Ich komme mit so heißen Temperaturen ja gar nicht klar. Ich glaube, wir haben 28 Grad heute. Sehr crazy. Und ich muss so dringend auf Toilette. Aber auf jeder Toilette, auf der ich heute war, da will ich mich nicht draufsetzen. Ich muss so dringend. Ich verbrenne gleich. Tropische Hitze in diesem Auto. Tropisch. Oh, stellt ein schwarzes Auto niemals in die knallige Sonne. So, vom Anzug direkt zum nächsten Step. Und zwar gehe ich jetzt auf, wenn ich es finde, das Event von Kise. Sie bringt eine neue Tasche mit Wind and Vibes raus. Bin total gespannt. Und das soll an einem See stattfinden. Und total witzig, wir haben, wenn ihr mal ein paar Videos zurückskippt, genau an diesem See haben wir uns mal die Hochzeitslocation angeguckt. Die war jedoch für unseren Fall, für die Hochzeit speziell jetzt nichts gewesen. Aber ich glaube, dass ich auf jeden Fall hier richtig bin. Ich muss es jetzt auf jeden Fall mal suchen und dann zeige ich euch gleich mal, wie es da aussieht. Sein Geburtstagsgeschenk. Der ist fleißig am Üben, aber ich glaube, er hat schon fast alles rausgeholt, außer die letzten beiden. Da ist auch schon der ganze Boden krümelig. Er meckert das immer richtig an. Warum kommt da nichts mehr raus? Ich weiß, dass du da was drin hast. Ach, Spatzi, mach weiter. Du schaffst das schon. So, ich war heute schon joggen und war auf jeden Fall ein guter Tag. Gestern war auch ein guter Tag. Hast du gestern eigentlich was gevloggt? Oh, ja, dann sollte das ja in dem Vlog auch drin sein. Crazy, Alter. Es ist aktuell immer noch, es ist wirklich schwer, alles unter einen Hut zu kriegen, dieses ganze Vloggen. Hin und her und da und Aufnahmen und keine Ahnung was. Aber wenn euch die Vlogs aktuell gefallen, dann lasst mal bitte jetzt einen Daumen nach oben da. Wirklich mal einen dicken Daumen nach oben für den Algorithmus. Und schreibt in die Kommentare Hashtag I love it. Okay? Mach das. So, Juli bekommt noch ein Geschenk.
Ich habe mich gerade kurz umgezogen. Wir fahren nämlich jetzt gleich schnell zu Kobis Oma. Sie ist ja endlich nicht mehr im Krankenhaus. Es ist so schön. Wir haben vorhin ganz kurz schon mit ihr telefoniert und Bescheid gegeben, dass wir gleich vorbeikommen. Sie hat sich so gefreut. Und Kobi und ich dürfen endlich zusammen hin, weil sie ja nicht mehr im Krankenhaus ist. Und es ist so geil. Und ja, jetzt bekommt aber Juli erstmal sein Geschenk, was leider zu spät angekommen ist, weil Mama es zu spät bestellt hat. Und zwar hat Klein Wupsi noch ein Geschenk. Was das denn cool ist? Sie juckt ihn so gar nicht, weil es nichts zum Spielen und nichts zum Essen ist. Aber wir haben ihm, oder ich habe ihm, kriege ich das auf, eine Hängematte. Wie nennt man das? Ein Übernachtungszelt. Also er kuschelt sich ja so gerne ein in so Höhlen und so. Und ich habe ihm ein Tippi-Zelt gekauft. Oh, hier Anleitung. Drei Dinger. Step one. Prepare the... Das ist doch ein bisschen mehr Arbeit, ne? Das ist geil, es ist im Sommer schön kühl, das oder? Ist das, das nicht rutscht. Oh mein Gott, das wird so süß werden. Ey, aus 10 kurzen 5 lange machen. So. Ach, Entschuldigung, sorry. Was ein Wunderstoff. Das war knapp. Aber eigentlich, weißt du, was ich eigentlich mal machen wollte, Babe? Was denn? Ich wollte ihn gemeinsam mit dir, das wollte ich auch eigentlich vloggen und so ein richtig geiles Ding daraus machen. Ich wollte gemeinsam so eine Hundehütte bauen, weißt du, wie ich meine? Oh ja. So aus Holz und so richtig geil, aber... Das können wir mal machen. Und jetzt? Die Spitze hin. Ich mach mal die Spitze dahin. Ja. Das ist so süß. Juli, wenn du dich ja nicht reinlegst, ne? Ey, sonst war mal richtig sauer, ey. Ja, und fertig ist das Reich vom kleinen König Juli. Also das Sitzkissen hier, das Liegekissen muss noch eingelegen werden, aber ich bring's ihm jetzt einfach mal raus und guck mal, ob er Bock drauf hat. So, hier ist der kleine Wups und ich habe jetzt hier ein bisschen Käse, weil ich ihm jetzt erstmal zeigen will, dass das cool ist und dass das nichts Schlimmes ist. Geh mal da rein, guck mal. Nein, nicht die große Scheibe. Guck mal, hier Spazi, geh mal da rein. Das ist voll cool, da kannst du reingehen. Juli, wenn du das jetzt nicht magst, ne? Nimm mal die ganze Scheibe. Geh erstmal da drinnen essen. Oh, Juli. Na? Kuscheltier noch und ein Spielzeug. Kuscheltier und Spielzeug. Ne? Was sagst du, Juli? Gefällt dir? Also, er liegt auf jeden Fall chillig. Sieht gut aus, oder? Das ist schon süß. So, wir sind jetzt angekommen und gehen jetzt zu Oma. Und das ganz Tolle ist, dass hier in diesem Haus dürfen Hunde mit rein. Und Juli hat die Oma natürlich, oder die Oma auch den Juli, jetzt 12 Wochen nicht gesehen und mal gespannt. Ey, was geht ab, Leute? Was geht ab? So, ihr habt gesehen, wo wir sind. Wir sind bei Chris und Karina und hier gibt's saftige Snacks und wir werden Werber spielen. Mashallah. Vertraut mir, sie ist was. Was? Was stimmt mir gerade? Was denn? Was stimmt so gerade ab? Oder nee, ich möchte was sagen. So, ich ja. Möchte nur dann sprechen, wenn ich dann was sagen darf. Wir spielen Werwolf. Aber ich bin schon raus, leider. Obwohl ich weiß, ja. Was es ist. So, Friends, wir sind gerade mitten im Werwolf-Abend. Aber wir müssen den Vlog noch beenden. Deswegen, wenn ihr euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen lieben Kommentar. Und lasst ein Abo da. Ja. Süß. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir haben euch lieb. Bis dann. Tschüss.